YouTuber. Ich bin der Olli. Ich fahre schon seit 4 Jahren mit dem E-Auto und zwar mit einer Renault Zoe. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich werde mich von meiner Zoe verabschieden. Und dazu fahre ich jetzt über 800 Kilometer aus der Wesermarsch runter nach Landsberg am Lech zu dem Jürgen Sangel, den kennen ja viele von euch, und tausche meine Zoe aus oder um zu einem Hyundai Ioniq. Jetzt fahre ich einen Zoe Q210 und auf meinem Kilometerzähler stehen 182 Kilometer Reichweite. Der Wagen ist ja schon, wie gesagt, 6 Jahre alt. Die Akkukapazität hat auch schon etwas nachgelassen. Und ich habe jetzt 7 Ladepunkte von hier, also von meinem Standort zu Hause aus, bis nach Landsberg am Lech ausfindig gemacht, wo ich an den Autobahnen lade. Und ich mache eine Zwischenübernachtung auf einem Campingplatz. Nun denn, lass uns mal loslegen. Auf geht's zum ersten Ladepunkt. Die erste Etappe führt uns also von meinem Standort bis nach Dammerberge Ost, wo ich dort meine Zoe wieder auflade. So, nach knapp 100 Kilometern mache ich meinen ersten Ladestopp. Ich bin mit etwa 50 Kilometer Restreichweite an einem Triple Charger von ENBW rangekommen. ENBW, nee, Innogy ist das. Dammerberge in Niedersachsen. Und ja, da werde ich jetzt hier gute 30 Minuten stehen. Da steht zwar 40 Minuten, aber wir laden ja nicht ganz voll, sondern nur auf 80% drauf. Und dann geht's weiter. Das Wetter ist noch nebelig. Ich bin bei nasskaltem, regnerischem Wetter von zu Hause losgefahren. Und jetzt klart es langsam auf. Das Wetter wird langsam gut. Und bis später. Mein zweiter Streckenabschnitt führt mich von Damme zur Raststätte Niedergassel an der A2 Bielefeld. Da ist der nächste 43 kW Schnelllader und das ist eine Entfernung von guten 100 Kilometern. Um kurz vor 10 habe ich meinen zweiten Ladestopp erreicht in Bielefeld. Die Stadt gibt es wirklich. Und wieder an einer Innogy Ladesäule und ihr fragt euch sicherlich, womit ich denn diese Ladesäule freischalte. Und zwar mit meiner EWE-Karte. Die EWE-Karte ist an über 6.500 Ladestationen in Deutschland gültig. Und ich habe meine Route so ausgewählt, dass ich also an Ladestationen Halt mache, vorzugsweise 43 kW AC Triple Charger natürlich, wo ich mit meiner Zoe dann auch schnell aufladen kann und wo ich mit meiner EWE-Karte eben diese Ladestationen freischalten kann. Mein nächster Ladestopp bringt mich zum Rasthof Elsinger Höhe in Warburg, Warburger Straße. Das sind 107 Kilometer und da geht's weiter. Ladestopp haben wir jetzt erreicht. Nach weiteren 107 Kilometer sind wir jetzt in Wolfhagen gelandet und sind an einer eVolt Ladestation. Diese ließ sich ganz zuerst mit meiner EWE-Karte freischalten, brach dann aber schon nach ein paar Sekunden wieder ab und verlangte wohl denn doch diese New Motion Karte, die man natürlich auch dabei hat. Die Maingau geht übrigens auch nicht, aber mit den New Motion scheint es zu funktionieren. Ich lade hier jetzt auf. Jetzt werde ich mir noch mal ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und dann geht es gleich weiter. Wir sind immer noch bei unserem dritten Ladestopp, aber ich musste die Ladestation wechseln, weil die in Wolfshagen, die hat wohl nicht so richtig funktioniert. Das war zwar eine AC43 von EAM oder sowas, aber die hat immer Verbindungsabbrüche gehabt und ging immer in der Leistung runter. Erst ging sie auf 30 kW rauf, dann ging sie auf einmal auf 4 kW runter und das hat das Laden natürlich unerträglich gemacht. Und so bin ich einfach mal auf gut Glück weitergefahren. Und so nach 3-4 Kilometern bin ich jetzt beim Rasthof Buleck Süd. Und hier ist auch eine E.ON-Ladesäule, die ich mit meiner EWE-Karte freischalten konnte. Und mit dieser Ladestation kann ich meine Zoe weiter aufladen. Wenn auch nur mit AC22, aber der Akku ist eh schon halb voll geladen. Das heißt, ich bleibe hier nochmal eben so 15-20 Minuten dran hängen. Und dann geht es weiter zum nächsten Ladepunkt. So, die nächste Route führt also von hier in der Nähe von Kassel nach Eichenzell zum Rönhof. Da ist der nächste Schnelllader. In der Hoffnung, dass der funktioniert, aber das scheint ein Ladepark zu sein. Ich bin guter Dinge. Es sind 131 Kilometer, das heißt, hier muss ich meinen Akku nochmal richtig voll machen, damit ich da auch hinkomme.
Natürlich gibt es zwischendurch auch noch Lademöglichkeiten, aber man will das ja in einen Rutsch durchfahren. Ne? So, also bis später dann. Mein vierter Stopp hat mich jetzt letztendlich doch nicht dahin gebracht, wo ich hin wollte, weil mein Akku war vorher zu leer. Das lag daran, weil ich bei meinem letzten Ladestopp früher hier abgestöpselt habe, weil ein Gewitter aufzog und ich wollte nicht im prasselnden Regen dann noch hier an der Ladestelle stehen. Also musste ich früher abstöpseln und so fehlten mir 30 Kilometer. Die habe ich jetzt, die lade ich jetzt am Rasthof Großmoor nach an einer E.ON-Ladesäule. Das Tolle an dieser E.ON-Ladesäule ist allerdings, dass man sie nur per App freischalten kann. Und wenn man diese App nicht hat, kann man sie auch nicht runterladen, weil hier nämlich das Handynetz grottenschlecht ist. Also ich habe O2 und dann hat man nur hier Edge und damit kann man sie nicht runterladen. Aber ich lade trotzdem. Und warum lade ich? Es ist ganz einfach. Ich habe einfach mal die Hotline bei E.ON angerufen und gesagt, Mensch Leute, ich stehe hier vor eurer Ladesäule. Ich würde gerne mit einem meiner Maingau oder Telekom oder EWE-Karten oder The New Motion-Karten diese Ladesäule freischalten. Aber das geht nicht. Man kann sie nur mit einer App freischalten, nämlich nur mit der E.ON-App. So, wenn man die nicht hat, dann ist man hier aufgeschmissen. Also habe ich angerufen bei der Hotline, habe die Säulennummer durchgegeben, habe gesagt, wie scheiße das ist und wie scheiße ich das finde. Und dann haben sie mir die freigeschaltet. Und dann sagten sie zu mir, oh, das ist aber nur AC22. Ich sage, das ist mir völlig egal. Hauptsache, ich kriege ein wenig Strom. Und siehe da, es sind AC43. Also okay, nicht ganz, aber er haut da mit voller Leistung rein. Und jetzt bin ich erstmal zufrieden. Jetzt fahre ich gleich zu meinem regulären Ladepunkt, zum nächsten. Und mache da dann eine richtige Pause. Und ja, dann geht's weiter. Ich habe die Hälfte der Strecke geschafft. Also 405 Kilometer habe ich hinter mir. 810 sollen es ja sein. Also genau die Hälfte habe ich hinter mir. Und insofern mal schauen, ob ich heute noch gute Dinge auf meinen Campingplatz ankomme. Da will ich ja übernachten. Und dann geht es morgen zu Jürgen Sangel. Durch ganz Deutschland. Das geht. Ich habe den Ladepunkt Eichenzell erreicht. Hatte noch reichlich Reststrom im Akku, weil ich ja einmal zwischengeladen hatte. Und habe jetzt hier erstmal eine Kleinigkeit gegessen und mich wieder frisch gemacht. Und jetzt ist der Akku auch vollgeladen. Und jetzt ist die nächste Station, der nächste Ladepunkt ist an der A3 Würzburg Nord. Und bis dahin sind es genau 112 Kilometer, die ich zurücklegen muss. Und mein Navi sagt, ich brauche dafür 1 Stunde und 5 Minuten. Auf geht's! Es ist 17 Uhr und ich habe meinen nächsten Ladepunkt erreicht, Würzburg Nord, an einer Innogy-Ladesäule. Und während ich an den anderen Innogy-Ladesäulen alle wunderbar mit meiner EWE-Karte freischalten konnte, braucht man hier wieder ein Handy und einen PayPal-Zugang und so weiter und so fort. Das Ganze kostet einmalig 7,95 Euro, um hier zu laden. Jetzt stellt sich mir einfach die Frage, warum geht das nicht mit der EWE-Karte wie woanders auch alles? Nein, hier muss es wiederum entweder eine App sein oder eben ein Bezahlzugang. Ist natürlich scheiße, aber ich freue mich natürlich umso mehr auf meinen IONIQ, weil dann brauche ich nicht überall zwischenladen alle 100 Kilometer, sondern komme dann halt mit einer Akkufüllung wesentlich weiter und kann mich dann von einer EWE-unterstützten Ladesäule zur nächsten dann hangeln und nicht so viel zwischenladen, wie das halt mit der Zoe der Fall ist. Aber es läuft trotzdem wunderbar. Ich bin jetzt auch schon seit 10 Stunden am Fahren. Ich habe über 500 Kilometer zurückgelegt, mittlerweile 544 sind es. Und jetzt kommt meine letzte Route für heute. Das ist eben nach Ellwangen-West. Das sind nochmal gute 117 Kilometer, die ich jetzt noch absolviere für heute. Und wenn ich das geschafft habe, lade ich dort voll und fahre dann in der Nähe zu einem Campingplatz und werde dann dort übernachten, bevor es dann die letzten 280 Kilometer nach Landsberg am Lech geht. Der letzte Ladepunkt für heute. Wir sind endlich in Ellwangen angekommen, an einer ENBW-Ladesäule mit AC43. Und diese ließ sich wunderbar mit der EWE-Karte freischalten, so wie wir das wollen. Bei dem letzten Ladevorgang in Würzburg Nord musste ich noch 7,95 über PayPal bezahlen, weil das nicht über eine RFID-Karte ging. Hier geht es Gott sei Dank. Aber das ist Baden-Württemberg und nicht Bayern. Vielleicht brauchen die Bayern mehr Geld, ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall funktioniert es. Und ja, das ist die letzte Station für heute. Gleich geht's zum Campingplatz. Einen wunderschönen
wunderschönen guten Morgen. Jetzt ist der zweite Tag meiner Tour mit der Zoe zum Sangel, um die Zoe gegen einen Ioniq von Hyundai zu tauschen. Ich habe meinen letzten Ladepunkt erreicht, nachdem ich eine regnerische Nacht auf dem Campingplatz hatte. Das Zelt blieb innen Gott sei Dank trocken und ich somit auch. Und jetzt bin ich also auch schon wieder ein paar Kilometer gefahren. Ich hatte den Akku ja gestern schon voll gemacht und ich fahre jetzt direkt nach Landsberg am Lech, habe aber jetzt hier in Nörtingen noch eine Ladestation gefunden von Erdgas Schwaben. So sieht sie aus und ich lade meine Zoe noch ein bisschen nach, damit ich also auch die komplette letzte Etappe, es sind etwa 130 Kilometer noch nach Landsberg am Lech, dann an einen Rutsch auch absolvieren kann. Ich konnte diese Ladestation mit der EWE-Karte ganz normal freischalten. Also man muss sich das vorstellen, ich bin im tiefsten Bayern hier und habe mit meiner EWE-Karte eine Elektroladesäule freigeschaltet. Warum das funktioniert, ist ganz einfach. Wie ihr sehen könnt, ist an der Ladesäule das Ladenetz-Symbol. Und die EWE-Karte gehört ja mit zum Ladenetzverbund und deswegen ist auch hier die Ladestation freigeschaltet. So, das war's jetzt erstmal. Demnächst geht's weiter im Ioniq. Hallo zusammen und ich sitze jetzt in meinem neuen Ioniq und jetzt geht es wieder zurück. Es ist 10:30 und jetzt werde ich mal sehen, wie lange ich brauche jetzt, um mit dem Ioniq nach Hause zu fahren. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, weil direkt vor mir steht noch meine alte Zoe, von der ich mich jetzt verabschiede. Also ich mache mich auf den Weg zurück nach Hause. Hier mit 62 kW und leider funktioniert die EWE-Karte hier nicht, so dass ich die Maingau-Karte nutzen musste. So, noch 6 Minuten, dann geht's weiter und zwar eine Etappe wieder von 172 Kilometern zum Euro-Rastpark Guxhagen in der Nähe von Kassel. Hallihallo und weiter geht die Reise quer durch Deutschland von Sangel zurück in die Wesermarsch und wir haben jetzt unseren dritten Ladestopp erreicht in Guxhagen an einer Allego-Ladesäule, wo wir mit etwa 50 kW laden, noch 12 Minuten Ladezeit und dann geht's weiter. So, ich habe meine letzte Etappe erreicht. Ich bin jetzt in Hilta im Teutoburger Wald und es ist nicht mehr weit bis nach Hause. Etwa ungefähr 170 Kilometer und ich werde jetzt mein Ioniq vollladen. Ich bin hier bei Rewe an einer Allego-Ladesäule, die ich ohne Probleme mit meiner EWE-Karte freischalten konnte. Jetzt haue ich den Akku nochmal voll und dann geht's ab nach Hause. So, kommen wir jetzt zum Fazit meiner Reise mit der Zoe zum Sangel und mit dem Ioniq zurück in die Wesermarsch. Also, ich bin ja am Freitagmorgen um 7 Uhr ganz früh losgefahren und habe 8 Ladepunkte gebraucht. Im Video standen 7 drin oder ich hatte 7 gesagt, aber ich brauchte noch einen mehr, weil ich ja in ein Gewitter geraten bin und dementsprechend nochmal ausweichen musste. Ich habe für die Fahrt gute 14 Stunden sind es bestimmt gewesen. Morgens um 7 Uhr los, abends um 20 Uhr war ich auf dem Campingplatz, das waren schon mal 13. Und dann nochmal morgens um 7 Uhr nach Landsberg am Lech. Und wenn man nur die Fahrzeit bedenkt, dann waren es noch eine Stunde mehr. Können auch 2 Stunden gewesen sein. Und also es war mit der Zoe eine lange Fahrt. Gar keine Frage. Und mit dem Ioniq wird es natürlich nicht so anstrengend, wenn man mal eine längere Reise macht. Ich habe auf der Rückfahrt 4 Ladepunkte gebraucht. Mit CCS-Schnellladung war das natürlich sehr, sehr toll. Und mehr als 50 kW ging es ja auch. Einmal waren es bei Ionity sogar 61. Soweit ich weiß, kann man mit dem Ioniq sogar bis auf 70 kW hochladen. Also bei mir hat es noch nicht funktioniert, aber ich bin guter Dinge, dass das vielleicht mal passieren wird. Dennoch werde ich den Wagen ja nicht für die Langstrecke als solches benutzen, sondern eben hier immer schön zur Arbeit hin und zurück.
mal weiter weg und dafür ist der Wagen einfach prädestiniert. Das war die Zoe auch, aber nach 6 Jahren Zoe wurde es mal Zeit für was Neues. Und die Fahrt war sehr entspannt mit dem Ioniq zurück hier in die Wesermarsch, zumal ja die Fahrerassistenzsysteme ihr Übriges dazu getan haben, die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, das war's von meiner Seite. Mit der Zoe zum Sangel und mit dem Ioniq wieder zurück. Ganz herzliche Grüße an den Jürgen und vielen Dank für dieses tolle Angebot. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder, wenn es ein Kona werden soll oder was auch immer. Also, macht's gut und tschüss.